Die Erzählung der Lehrerin. Ich heiße Therese Weisinger und bin Lehrerin in Reiskirchen. Das eigentliche Dorf Reiskirchen besteht nur aus Kirche, Schulhaus und wenigen Bauerngehöften. Doch gehören zahlreiche der umliegenden weit verstreuten Einzelhöfe dazu, sodass die Klassen recht groß sind. Außer mir unterrichtet an der Schule noch der Schulleiter, Herr Eginhard Voturba. An einem Oktobertag des vorigen Jahres gab ich in der 3. Klasse Naturkundeunterricht. Ich hatte den Kleinen von den Zugvögeln erzählen wollen, wozu Beobachtungen, die wir während der vergangenen Wochen im Freien gemacht hatten, der Anlass waren. Doch lenkten mich große Scharen von Krähen, die man durch das Fenster hindurch auf den Feldern sah, von meinem eigentlichen Thema ab. Das ist keine besonders weite Ablenkung. Und ich will auch nicht behaupten, dass es mehr als ein Zufall gewesen sei. Immerhin war der Zufall bemerkenswert, denn mit ihm begannen die seltsamen Erlebnisse, die mich nicht nur in den nächsten Wochen beschäftigten, sondern mein ganzes Leben lang beschäftigen werden. Ich bemerkte, während ich über die Klugheit der Rabenvögel sprach, eine ungewöhnliche Unruhe in einer Ecke der Klasse. Was habt ihr da hinten? Wolltest du was, Ilse? Nein. Aber? Fräulein, die Elisabeth sagt, es gäbe welche, die sprechen können. Was für welche? Krähen. Krähen, die sprechen können? Ja, das kann sein. Krähen sind so klug, dass sie in der Gefangenschaft hin und wieder ein paar Worte sprechen lernen. Besonders klug sind die Raben, die sind viel größer als die Krähen, aber bei uns gibt es keine. So, wir machen weiter. Sagtest du was, Elisabeth? Warum antwortest du nicht? Nein, ich habe nichts gesagt. Doch, sie hat gesagt, bei uns gäbe es Raben, die können sprechen wie die Menschen. So ein Unsinn, nein, das gibt es nicht. Hast du das wirklich gesagt, Elisabeth? Hast es dir nur ausgedacht, nicht wahr? Nein. Hast du sie etwa gesehen, solche Raben, und sprechen hören? Ja. Ruhe! Erzähl, wie sie aussehen, Elisabeth. Schwarz und groß. Wie groß? Ganz groß. So groß wie Sie, Fräulein. Nein, noch ein bisschen größer. Still! Und wo hast du sie gesehen? Es ist wahr. Aber Elisabeth, was hast du? So, ihr anderen, 12 Uhr. Schluss für heute. Elisabeth, du wartest noch einen Augenblick. Ja, Fräulein. Warum hast du geweint, Elisabeth? Weil ich es gesagt habe. Ja, Elisabeth, es ist wirklich nicht schön, wenn du so lügst. Ich lüge nicht. Was werden dein Vater und deine Mutter sagen, wenn ich es ihnen erzähle? Erzählen Sie nichts, Fräulein. Sie haben es mir verboten. Was verboten? Dass ich was von dem Raben sage. Hast du die Geschichte schon öfter erzählt? Noch nie. Warum verbieten Sie es dann? Ich habe es erzählt und habe Angst, Fräulein. Also sag, was ist mit dem Raben? Abends nach dem Engel des Herrn kommt er zu uns in die Stube. Er kommt in die Stube? Aber Elisabeth, wo kommt er her? Ich weiß nicht. Ich glaube aus dem Wald. Und wer macht ihm die Tür auf? Niemand. Er macht sie selbst auf. Er kommt also in die Stube und dann spricht er. Wie? Ja. Was spricht er? Ich weiß nicht. Hast du keine Angst vor ihm? Nein. Ich habe ihn lieb. So, du hast ihn lieb. Ja, Elisabeth... Fräulein,
Die anderen sind schon weg. Darf ich jetzt gehen? Sonst muss ich allein durch die... Ja, natürlich darfst du gehen. Sagen Sie nichts zu Hause? Bestimmt nicht. Dankeschön, Fräulein. Auf Wiedersehen, Elisabeth. Fantasievolle Kinder sind schwierig, weil sie zur Lüge neigen. Fantasie ist etwas sehr Schönes. Aber gibt man nicht auf sie Acht, so führt sie bei einem schwachen Charakter zur Verlogenheit. Ich nahm mir vor, ein Auge auf die kleine Elisabeth Fortner zu haben. Gelegentlich wollte ich auch einmal mit ihren Eltern sprechen. Der Fortnersche Hof liegt am weitesten von Reiskirchen entfernt, ungefähr eine Stunde Wegs und ganz in der Einöde. Das heißt, eigentlich liegt er wieder näher an der Welt als Reiskirchen selbst. Denn geht man vom Hof aus etwa 10 Minuten weiter durch den Wald, so trifft man auf die Bundesstraße 299. Das ist freilich nur eine sehr lose Berührung mit der Welt. Vielleicht hört man an Regentagen die Lastautos oder einen Hupenklang von der Straße her bis zum Haus. Es war ungefähr eine Woche später, dass ich meinen täglichen Spaziergang in die Einöde richtete. Der Altweibersommer überzog mit seinem silbernen Gespinst die Felder. Es war ein heiterer Tag, und da ich im Dahinschlendern mein Leben überdachte, voller Schwermut. Wie gut, dass ich heute ein Ziel hatte. Der Hof lag sehr still unter der schönen Herbstsonne. Kein Hund bellte mich an, keine Taube gurrte vom Schlag, kein Huhn, das davonlief. Auch das Haus schien verlassen. Ich ging durch den fliesenbelegten, kühlen Flur. Doch in der Küche traf ich die Bäuerin. Frau Fortner? Oh, das Fräulein. Darf ich herein? Ja, gewiss. Gewiss, hier ist es warm. Ja, es wird kühl draußen. Da setzen Sie sich. Danke. Ich kam bloß vorbei und habe hereingeschaut. Ja, gewiss. Freilich, das ist recht. Vielleicht ein Glas Milch gefällig? Nein, danke, Frau Fortner. Mein Mann ist auf dem Feld. Und Elisabeth? Elisabeth auch. Schade, dass sie nicht da ist, wo gerade ihr Fräulein kommt. Sie mag sie nämlich besonders gern. So? Das habe ich nicht gedacht. Vielleicht haben Sie auch Lust, zu ihr aufs Feld zu gehen. Ich bleibe lieber ein bisschen sitzen und unterhalte mich mit Ihnen. Ja, ich meinte auch bloß. Mir ist Elisabeth auch recht lieb. Manchmal träumt sie ein bisschen. Vielleicht sollte ich aufs Feld gehen und sie rufen. Ach wo. Es wäre vielleicht besser. Was haben Sie, Frau Fortner? Ich glaube, ich komme Ihnen ungelegen. Soll ich lieber wieder gehen? Ja, ich meine, entschuldigen Sie, Fräulein, weil manches über uns geredet wird. Was redet man? Ich weiß nichts. Außerdem würde es mich nicht stören. Wenn es das Gerede allein wäre. Jetzt machen Sie mich neugierig. Man sagt, bei uns ginge der Teufel aus und ein. Der Teufel? Nein, Frau Fortner, das glaube ich nicht. Vielleicht glaubten Sie es, wenn... Wenn? Möchten Sie ihm gern begegnen? Ja, Fräulein, vielleicht ist es wirklich besser, wenn Sie gehen. Ja, gewiss, Frau Fortner. Wenn Sie meinen... Still! Was ist? Ach, es ist schon zu spät. Fräulein, hören Sie nicht. Schritte. Schritte? Aber was für Schritte? Das ist kein Menschenschritt. Es ist Sabit. Wer? Tun Sie die Augen zu, wenn Sie Angst haben. Nein, ich will es sehen. Bleib draußen, Sabit. Sie fürchtet sich vor dir. Als ich aus der Ohnmacht wieder zu mir kam, sah ich das Gesicht der Bäuerin über mich gebeugt. Die Küche war leer. Die schreckliche Erscheinung wieder verschwunden. Mein Gott. Ich bin daran schuld. Ich wusste ja, dass er kam. Er sagte es mir kaum, dass Sie sich hingesetzt hatten. Wer sagte Ihnen was? Es war niemand da. Er war nicht da, aber er kann es aus der Ferne sagen.
Er hat nicht erwartet, jemand zu treffen. Aber er muss etwas Besonderes haben, sonst kommt er erst, wenn es dunkel ist. Er kann es aus der Ferne sagen? Früher konnte er mehr. Jetzt ist er arm, wie ein Bettler. Bin ich wach, Frau Fortner? Gleich wird der Wecker läuten. Er wird nicht läuten. Sie sind ganz wach. Aus der Ferne sagen. Wie kann er das? Weiß ich's. Aber er sagt es. Nicht mit Worten, aber man erfährt plötzlich, dass er kommt. Deshalb wollte ich, dass sie fortgingen. Glauben Sie, dass es der Teufel ist? Ich weiß es nicht. Ich werde Ihnen alles erzählen. Die Erzählung der Frau Fortner. Es ist im vorigen Winter gewesen, kurz nach Lichtmess. Es war alles noch weiß verschneit. An einem ganz gewöhnlichen Tag saßen wir beim Mittagessen. Salat, Josef. Tu dir auf. Ich habe rechtschaffen Hunger gehabt, als ich mich hinsetzte. Aber jetzt, mir ist so, als hätte ich was vergessen. Vergessen? Merkt ihr das nicht auch? Ich meine, ihr müsstet es auch merken. Ich merke nichts. Es müsste im Stall sein. Beim Vieh ist alles getan. Die Pferde? Ich habe nichts vergessen. Nein, ich muss es selber sein. Den Pflug müsste man richten. Den Pflug? Das wäre nicht eilig, meine ich. Wenn du was vergessen hast, so tust du es heute Nachmittag. Nimm vom Fleisch. Es hat jemand gerufen. Ich habe nichts gehört. Hab auch nichts gehört. Es hat niemand gerufen. Hast du nichts gehört, Elisabeth? Ja, Vater. Ich habe es gehört. Was hast du gehört? Ich... Nein, nichts, glaube ich. Ich habe was gehört, was nicht zu hören war. Das ist zum Fürchten, Josef. Es war zu hören wie eine Hand, die einen anfasst. Wie eine Hand, die einen anfasst? Ja, eine Hand, die einen anfasst. Heilige Mutter Gottes. Es ist nicht zum Fürchten. Ich muss gehen. Ich gehe mit dir, Vater. Wohin, Josef? Das Pferd anschirren, glaube ich. Den Pflug holen. Es hat gerufen. Ist er krank, der Bauer? Iss du und sei still. Es ist finster. Am hellen Mittag. Dafür ist es Winter. Ich versuchte es vor mir selber und vor dem Gesinde zu verbergen, wie ich Angst hatte. Ich brachte keinen Bissen mehr hinunter und schaute mit klopfendem Herzen zum Fenster hinaus, was geschehen würde. Wir sahen den Bauern anspannen und mit Pflug und Pferd den Hof verlassen. Elisabeth ging mit ihm. Wohin will er mit dem Pflug? Zur Schmiede? Der Pflug ist nicht in zwei. Da! Er lenkt in den Weg zum Feld ein. Zum Feld? Will er pflügen? Die Erde ist gefroren. Ich will ihm nach. Das schöne Rauchfleisch. So viel hatten wir nie. Ich denke, wir essen erst zu Ende. Wir kommen früh genug. Willst du auch hinaus? Der Bauer ist närrisch geworden. Ich will dabei sein. Albern bist du. Siehst du? Jetzt geht die Bäuerin hinaus. Was ist?
Schau zum Fenster hinaus. Hm? Ich sehe nichts. Auf dem Dach vom Stall. Bekreuzige dich. Ein riesiger schwarzer Vogel. Ein Rabe. Heilige Maria, Mutter Gottes. Der Leibhaftige im schwarzen Rock. Jetzt fliegt er fort. Schau nicht hin. Ich gehe. Heute noch gehe ich. Ich suche mir einen anderen Platz. Und ich? Heute noch, sage ich den Bauern. Inzwischen ging ich zum Hof hinaus und auf den Feldweg zu. Ich sah etwas wie einen Schatten auf dem Dachfirst überm Stall, aber ich achtete kaum darauf, denn was war das schon gegen den Anblick der Felder, der mich mit Entsetzen erfüllte? Ringsum im Schnee saßen oder gingen riesige Raben, vereinzelt oder scharenweise, aber sie beachteten mich nicht und kamen auch nicht näher. Und auf einmal wusste ich es, dass sie mir nichts tun würden. Und ich ging weiter, meinem Mann und meinem Kinde nach. Und wie ich weiterging, geschah noch etwas viel Merkwürdigeres. Es war mir, als wäre das alles immer schon so gewesen. Und als wären immer schon solche riesigen Vögel auf den Feldern gegangen und es wäre nichts Neues für mich. Nein, es kam mir nicht nur so vor, sondern es war wirklich so. Ich kannte diese Raben schon lange. Und wie mir dies einfiel und ich mich daran erinnerte, kamen sie auch näher zu mir und ich sah einem ins Auge. Er schaute mich ernst an und ich erinnerte mich, dass ich ihn kannte. Nein, nicht ihn, aber sein Auge. Er öffnete den Schnabel, doch kein Laut drang aus seiner Kehle. Es war, als bemühte er sich zu sprechen, und zugleich war es, als bemühte nicht er sich, sondern mir selber lag das Wort auf der Zunge, und ich konnte es nicht sagen. Ich war nahe an einem großen Glück, so nahe wie noch nie, aber nun auch gewiss, dass es unerreichbar war. Ich sah den Bauern und Elisabeth nicht, die hinter einer Anhöhe verschwunden waren. Erst als ich gegen den Wald hinkam, erblickte ich sie wieder. Der Bauer pflügte durch die steinhart gefrorene Erde. Hinter ihm wuchs im Schnee das schwarze Band der Furche. Auf dem Pflug saß einer der schwarzen Vögel und sah auf die Schar nieder, wie sie in die Erde schnitt. Ringsum gingen oder standen andere, und alle schienen dem Pflügen zuzuschauen. Ich versuchte, sie zu zählen und kam auf ungefähr ein Dutzend. Aber auch zwischen den Stämmen des Waldes waren noch welche, und da alles in Bewegung war und sich gegeneinander verschob, war das Zählen schwer. Elisabeth stand mitten unter ihnen und lachte mir glücklich zu, als sie mich sah. Sie blickte zu den großen Vögeln empor und schaute ihnen aufmerksam in den Rachen, wenn einer den Schnabel gegen sie aufriss. Auch schien es sie keineswegs zu beunruhigen, wenn einer sie wie prüfend in den Zopf biss. Auch ich hatte keine Furcht um sie. Nein, wir waren alle ohne Furcht. Und selbst das Pferd, sonst ein schwieriges Tier, verriet keinerlei Unruhe. Seltsam war auch, wenn inmitten dieser Seltsamkeit noch etwas auffallen konnte, dass die großen Raben alle stumm waren, anders als die Krähen und Dohlen, denen sie doch glichen. Am Ende der ersten Zeile stockte der Pflug, und als ich durch den Schnee näher stapfte, sah ich, dass die Schar in der harten Erde gebrochen war. Und der Rabe, der auf dem Pflug gesessen hatte, war herabgehüpft und beugte sich zusammen mit dem Bauern über den Schaden, wobei er ihn schräg von der Seite ansah, als erwarte er eine Erklärung des Zwischenfalls. »Die Schar ist gebrochen«, sagte mein Mann, und wie er mich dabei anschaute, strahlte er über das ganze Gesicht, als berichte er mir etwas besonders Schönes. Ja, diese Raben, die so unversehens erschienen waren, hatten die Macht, Glück zu verbreiten. Dass uns der Pflug zerbrach, dass uns Knecht und Magd verließen, es gab kein Unglück, keinen Kummer für uns. Und mussten wir gleich die seltsamsten Dinge tun, es geriet uns alles wohl. Was wurde das für eine seltsame Wirtschaft auf unserem Hof? Wir leben sehr abgelegen, und deshalb bemerkte man es kaum, dass wir Dinge trieben, die in den Augen der Welt närrisch waren. Nicht nur in den Augen der Welt, auch in unseren eigenen. Aber
Wir konnten nichts dagegen tun. Ein dunkler Zwang trieb uns. Die Raben hatten Macht über uns und ließen uns Dinge tun, die kindisch oder lächerlich oder verrückt waren. Aber dennoch, wir waren glücklich dabei. Können Sie sich vorstellen, dass wir eines Tages das Klavier auf den Wagen luden und damit in den Wald fuhren? Elisabeth musste spielen, was sie gerade in der Klavierstunde gelernt hatte, und wir sangen dazu. Wir sangen für die Bäume, das Gras und die leere Luft. Von den Gästen im schwarzen Rock war nichts zu sehen. Anders als an dem Wintertage ihres Erscheinens bekamen wir sie nur noch wie scheue Waldvögel zu Gesicht. Ein dunkles Gefieder im Geäst, ein Flügelschlag in der Dämmerung. Nur Elisabeth ging näher mit ihnen um und gewöhnte schließlich einen der Raben ans Haus. Davon wird sie ihnen selber erzählen. Die Erzählung des Kindes Elisabeth. Jeden Tag ging ich in den Wald, weil ich die Raben wiedersehen wollte. Aber ich fand sie nicht und dachte schon, sie wären fortgeflogen. Aber dann dachte ich auch, sie versteckten sich bloß vor mir und wollten mich necken. Mir kam es nämlich immer so vor, als stünden sie hinter den dicken Bäumen und säßen in den dunklen Fichtenkronen, wo man sie nicht sehen konnte. Solange noch Schnee lag, suchte ich nach den Spuren von ihren Füßen. Die hätten doch groß und deutlich sein müssen. Aber ich fand nie welche. Dann ging der Schnee weg und ich wusste gar nicht mehr, wie ich sie suchen sollte. Eines Tages war ich weit gelaufen und war müde und setzte mich auf einen umgehauenen Baumstamm. Es war alles still und leer und die Sonne schien und ich schaute auf einen Strauch, der schon anfing, ein bisschen grün zu werden und dachte, nun wollte ich nicht mehr nach den Raben suchen. Da merkte ich plötzlich, dass hinter dem Strauch ein Rabe stand, und ich wunderte mich, dass ich ihn nicht gleich gesehen hatte. Ich lief schnell zu ihm hin. Guten Tag, Rabe. Ich habe euch schon so lange gesucht. Wo seid ihr gewesen? Meine Eltern wundern sich auch, dass ihr nicht mehr kommt. Habe ich dich schon gesehen? Ich weiß nicht, ihr seht alle gleich aus. Ich heiße Elisabeth. Sabet. Du kannst sprechen. Sabet. Nein, nicht Sabet, Elisabeth. Sabet. Sabet. Jetzt werde ich dich Sabet nennen. Willst du so heißen? Sabet. Wenn du es richtig gelernt hast, musst du mich Elisabeth nennen. Du aber heißt Sabet. Er hat schnell sprechen gelernt. Er spricht so wie wir, so als wenn er ein Mensch wäre. Aber eigentlich spricht er auch wieder anders, denn er ist ja viel klüger als wir alle. Oft begreife ich seine Worte nicht, besonders seitdem er traurig ist. Aber sonst ist er viel mehr ein Mensch als ein Rabe. Ich wundere mich manchmal, dass er schwarz ist und Federn hat. Jetzt hilft er dem Vater wie ein Knecht. Früher aber kam er kaum ins Haus. Damals wusste er Spiele, die er inzwischen verlernt hat. Einmal durfte ich mit ihm fliegen. Wenn ich nur wüsste, wohin wir damals geflogen sind. Ich erinnere mich noch gut, es war im Mai oder Juni.
Ich war eines Tages über Mittag hinausgelaufen in den Wald, um Sabit zu suchen. Elisabeth! Da bist du! Wir wollen fliegen, Elisabeth. Fliegen? Du kannst fliegen, aber ich nicht. Fass meine Füße. Ja? Halte dich fest und gib Acht. Bevor wir fliegen, rufe ich deinen Namen. Warum? Damit du nachher lachen kannst, Elisabeth. Ich möchte immer, dass du lachst. Elisabeth! Oh, jetzt fliegst du. Wir beide fliegen. Hast du Angst? Nein. Aber wo sind wir, Sabit? Gleich waren die Felder und die Bäume weg. Wo sind wir, Sabit? Frag nicht. Was siehst du? Nichts. Gar nichts? Ringsum ist es blau und dunkel. So blau und dunkel, dass es mich blendet. So blau und dunkel ist die Ewigkeit, Elisabeth. So sprach er. Und ich weiß nicht, was er damit meinte. Es war aber schön, durch die blendende Finsternis zu fliegen. Wir schwebten, ganz still darin. Und ich meinte, es vergingen Stunden. Wir wollen wieder zurück, Elisabeth. Ja, Sabit, wie du willst. Da sind die Bäume, die Felder. Und plumps, die Erde. Nun horch. Was war das? Das Echo. Ich sagte dir doch, ich wollte deinen Namen rufen. Du lügst ja, Sabit. Das ist doch schon so lange her. Aber gefällt es dir nicht? Sehr, lieber Rabe. Die schlaflose Nacht der Lehrerin. Als ich an diesem Abend vom Pförtnerhof ins Reiskirchener Schulhaus zurückkehrte, war ich so verwirrt von den unglaubwürdigen Erzählungen, dass ich kein anderes Bedürfnis hatte, als zu schlafen und erst einmal alles zu vergessen. Am nächsten Morgen konnte man es aus der Erinnerung heraufholen und in eine vernünftige Ordnung bringen. Ich horchte, bevor ich in mein Zimmer ging, zur Wohnung des Schulleiters hinüber. Aber dort war alles still. Wahrscheinlich war Herr Voturba in die Gastwirtschaft gegangen oder er scherzte mit der hübschen Magd des Krämers. Beides war schlimm, besonders das Zweite. Doch lenkten mich heute andere Gedanken ab und ich war nicht so traurig wie sonst an meinen einsamen Abenden. Ich ging, ohne gegessen zu haben, gleich ins Bett und löschte das Licht. Aber meine Hoffnung, ich würde gleich einschlafen, betrog mich. Die Unruhe, etwas versäumt zu haben, quälte mich. Aber was hatte ich versäumt? Es war nicht meine Schuld, dass ich erst heute von Sabit erfahren hatte. Es war auch nicht meine Schuld, dass er mir nicht länger als einen Augenblick zu Gesicht gekommen war. Ich musste morgen wieder zum Pförtnerhof gehen und versuchen, den Raben zu sehen und mit ihm zu sprechen.
Viel schlimmer war das andere, dass ich ihn in einer Situation traf, die ihn wahrscheinlich uninteressanter machte, als er früher gewesen war. Von diesem Früheren musste ich mehr erfahren. Ich musste ihn selbst danach fragen. Das hatten die Fortners unbegreiflicherweise versäumt. Aber hatten sie es wirklich versäumt? Vieles deutete darauf hin, dass Sabit wohl das Sprechen gelernt, aber die wichtigen Antworten vergessen hatte. Man musste von diesem kostbaren Wissen zu retten suchen, was noch zu retten war. Nein, alles konnte noch nicht verloren sein. Und ich rief mir ins Gedächtnis zurück, was man mir über den furchtbaren Tag in Sabits Leben erzählt hatte. Eines Tages also kam er ins Haus zu Frau Fortner. Sabit? Sie sind fort. Hörst du, sie sind fort? Wer ist fort? Die anderen. Die Raben? Sie sind fort. Wieso sind sie fort? Wohin? Ich weiß es nicht. Ich habe sie gesucht. Aber ich finde sie nicht mehr. Sabit, was redest du? Sie werden ein bisschen weiter fortgeflogen sein. Dann wären sie nicht fort. Ich verstehe dich nicht. Das ist sicher nichts Neues für dich. Du wirst sie schon öfter haben suchen müssen. Ich habe sie nie suchen müssen. Auch wenn sie weit weg waren, ich wusste immer, wo sie sind. Nein, tröste mich nicht. Ich weiß, dass sie fort sind. Ich erkenne es ja eben daran, dass ich sie suche. Ich suche sie nicht nur, weil sie fort sind, sondern sie sind auch fort, weil ich sie suche. Ich habe keine Verbindung mehr mit ihnen. Plötzlich ist alles abgerissen. Nun fällt mir ein, dass ich sie suchen müsste. Oh, ich kannte dieses Wort nicht. Jetzt lerne ich es. Suchen. Es ist ein trauriges und vergebliches Wort, das ich gelernt habe. Du machst dir zu viel Gedanken, Sabit. Sie werden wiederkommen. Das Furchtbare ist aber, dass sie vielleicht noch da sind. Und ich weiß es nicht. Wenn sie noch da sind, dann ist doch alles gut. Und ich weiß es nicht. Ich kann nur über die Felder fliegen und über die Baumkronen und rufen, Brüder, wo seid ihr? Ich habe nur noch den Schrei der Sprache, die ich gelernt habe. Aber sie verstehen ihn nicht. Sie haben andere Ohren. Und ich bin ihnen so unerreichbar geworden wie sie für mich. Aber dann hast du Augen. Scharfe Augen hast du. Die schärfsten nützen mir nichts. Meine Brüder sind fort und haben mich zurückgelassen. Sie haben mich ausgestoßen. Ich bin wertlos für sie. Ich bin kein Rabe mehr. Ich bin nichts. Oh, Sabit. Sabit, warum bist du kein Mensch? Ich habe eure Sprache gelernt. Ich bin kein Rabe mehr und bin kein Mensch geworden. Sieh, ich habe ein schwarzes Gefieder und einen Schnabel und Krallenfüße. Das blieb mir vom Raben. Aber ich habe noch etwas anderes. Und das habe ich mit euch gemeinsam. Seit heute, seitdem ich gesucht habe, habe ich Angst. Nein, Sabit, hab keine Angst. Wenn deine Brüder fort sind, bleib bei uns. Wir lieben dich. Lieben. Ja, ihr könnt lieben. Ich glaube, das hat mich verführt, zu euch zu kommen. O ihr armen, herrlichen Menschen, die ihr lieben könnt. Konnte man nach diesem Gespräch viel Hoffnung haben? Ich meinte eigentlich doch. Gut, die Verbindung war abgerissen, wie Sabit sagte. Aber damit kennzeichnete er schließlich nur seine eigene traurige Lage. Es war damit noch nicht gesagt, dass es unmöglich geworden war, wissenschaftlich Bedeutsames festzustellen.
Die wichtigste Frage vor allem musste schleunigst beantwortet werden. Wo kamen die Raben her? Waren es Bewohner anderer Welten, des Planeten Mars zum Beispiel? Wenn es so oder ähnlich war, wie waren sie dann hierher gekommen und warum? In welchem Milieu lebten sie sonst? Hatten sie eine Kultur und welcher Art war sie? Wie und warum übten sie ihre merkwürdigen Fähigkeiten aus? Das alles musste schleunigst erfragt werden, denn woher sollte man wissen, ob nicht auch Sabet eines Tages verschwinden würde oder vor Kummer sterben? Vielleicht bekam ihm auch das Klima auf die Dauer nicht und die Knechtsarbeit, die er auf dem Fortnerhof verrichtete. Ich wurde recht ärgerlich auf Fortners, dass sie sich so wenig um alles gekümmert hatten. Ja, und dass man eigentlich in der wissenschaftlichen Durchforschung der Angelegenheit infolge ihrer Saumseligkeit noch ganz im Anfang war. Und wie gesagt, es konnte sein, dass es schon zu spät war. Die kleine Elisabeth hatte noch etwas berichtet, was mir in dieser Hinsicht zu denken gab und dem Gedächtnis Sabets kein gutes Zeugnis ausstellte. Sie war einige Tage, nachdem die anderen Raben verschwunden waren, mit Sabet im Wald gewesen. Sabet, ich möchte noch einmal fliegen. Fliegen? Hast du Flügel? Aber Sabet, so wie wir schon einmal geflogen sind, wir beide. Wir beide? Davon weiß ich nichts. Ich hielt mich an deinen Füßen fest und du flogst. Ich flog? Das wäre sehr unvorsichtig. Wenn du losließest... Ich lasse nicht los. Du könntest schwindlig werden und nicht wissen, was du tust. Nein, ich hätte Angst um dich. Ach, tu es, Sabet. Es war so lustig, wie du meinen Namen in den Wald riefst. Und als wir wieder zurückkamen, hörten wir das Echo. Was erzählst du für merkwürdige Sachen? Aber Sabet, tu nicht, als wüsstest du das nicht. Erinnerst du dich auch nicht, wie es so blau und dunkel war, dass es blendete? Nein. Daran denke ich oft. Ach, tu es, Sabet. Wenn du durchaus willst... Ich muss mich an deinen Füßen festhalten. So. Und jetzt? Jetzt musst du Elisabeth in den Wald rufen. Elisabeth! Elisabeth! Nein, du musst gleich, wenn du gerufen hast, wegfliegen. Jetzt! Elisabeth! Elisabeth! Das war nichts. Aber flieg weiter. Du bist mir schwer. Flieg in die Finsternis, die blendet. Oh, Sabet, wo ist sie? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich auch. Warte, ich flieg hier auf den Fichtenast. Greif ihn. Ja, ich sitze. Ich setze mich neben dich. Oh, Sabet, warum kommen wir nicht mehr höher hinauf? Waren wir höher? Es muss sehr hoch gewesen sein. Man sah keine Bäume mehr und keine Felder. Ich weiß nichts davon. Vielleicht war es wirklich für manches schon zu spät. Andererseits war natürlich ein menschengroßer Rabe, der sprechen konnte, schon erstaunlich genug, auch wenn man über seine Herkunft nicht mehr viel erfahren konnte. Ich nahm mir vor, alles zu sammeln. Es bedeutete viel für mich, wenn ich die eigentliche Entdeckerin der merkwürdigen Erscheinungen auf dem Fortnerhof war. Ich würde meinen Bericht zuerst an eine illustrierte Zeitung geben. Mein Name würde gedruckt werden. Der Bericht könnte Aufsehen erregen und mit einem Schlage wäre ich aus der Enge meiner Reiskirchener Umwelt herausgehoben und eine Persönlichkeit von allgemeinem Interesse. Aber konnte ich das alles allein erreichen? Sollte ich nicht vielleicht Herrn Eginhard Voturba, den Schulleiter, mit ins Vertrauen ziehen? Ach, seinetwegen wollte ich doch mehr sein, als ich war. Er sollte mich bemerken in der Menge, mich, die seit mehr als einem Jahr neben ihm lebte und die ihn weniger zu interessieren schien als ein ferner Kontinent. Natürlich brauchte ich ihn, vor allem wegen der Fotografien. Ich hatte keinen Apparat und verstand auch nichts davon. Zuerst freilich musste ich noch so viel wie möglich selbst erforschen. Ich musste ihm von vornherein überlegen sein. Dann sollte er mitarbeiten. Und es war schon oft geschehen, dass aus einer solch engen Zusammenarbeit mehr entstanden war. Gegen Mitternacht kehrte Voturba heim. Ich hörte seine Schritte. Mich floh der Schlaf noch immer. Schließlich stand ich auf und begann damit, alles aufzuschreiben, was ich heute erlebt und erfahren hatte.
Es war auch richtig, das zu tun, bevor ich mit Sabet selbst sprechen würde. Das nahm ich mir für den nächsten Tag vor. Gespräch mit Sabet. Offen gesagt habe ich mich in meinem Leben noch nie mit einem Raben unterhalten. Ich weiß infolgedessen nicht, ob ich Sie oder Du sagen muss. Halten Sie es, wie Sie wollen. Ja, es ist vielleicht besser so. Mit Fortners stehen Sie ja schon länger in näherer Beziehung, aber wir sind uns fremd. Außerdem sprechen Sie so vollkommen, dass ich glauben könnte, Sie wären ein verkleideter Mensch. Und kann man einen Menschen ohne weiteres duzen? Wie ein verkleideter Mensch komme ich Ihnen vor? Ja. So fühle ich mich auch. Sehen Sie, da sind wir schon bei dem, was ich Sie fragen wollte. Sie müssen entschuldigen, dass ich neugierig bin, aber es ist alles so merkwürdig. Wenigstens im ersten Augenblick. Ich weiß auch nicht, ob Sie mir überhaupt antworten wollen. Warum nicht? Ich habe keine Geheimnisse. Fragen Sie nur. Ich werde Ihnen ganz offen antworten und die Wahrheit sagen. Oh, das ist gut, so habe ich schon eine Sorge weniger. Hören Sie meine erste Frage. Von welcher Welt sind Sie gekommen? Von welcher Welt? Das verstehe ich nicht. Nun, ich meine, vom Mars oder von der Venus oder vom Mond? Nein, von nirgends her. Das heißt, ich will nicht lügen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Haben Sie es nie gewusst oder haben Sie es vergessen? Auch das weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie es nur vergessen. Könnten Sie nicht versuchen, sich zu erinnern? Oh, ich versuche das alle Tage. Ohne Erfolg? Ohne Erfolg. Vielleicht leiden Sie überhaupt unter Gedächtnisstörungen, wenn man das so nennen darf. Was meinen Sie, seit wann Sie es vergessen haben? Ich weiß nicht. Das heißt, ich glaube, seitdem mich die anderen verlassen haben. Nein, das stimmt auch nicht. Ich glaube, es fing schon früher an. Aber wann? Ich glaube, seitdem ich anfing zu sprechen. Oh. Mit dem Augenblick, wo ich das erste Wort aussprach, begann ich ein Gedächtnis zu haben. Und begann zugleich zu vergessen. Zuerst nur langsam und nur Einzelnes. Aber als die anderen fortflogen, vergaß ich alles. Sie sagen, Sie begannen ein Gedächtnis zu haben, als Sie das erste Wort aussprachen. Vorher hatten Sie also kein Gedächtnis? Nein, ich glaube nicht. Oh, das ist aber merkwürdig. Ja, manchmal kommt es mir auch schon merkwürdig vor. Sie sagen, als die anderen fortflogen. Wissen Sie, dass Sie fortgeflogen sind? Sie haben recht. Ich habe mich ungenau ausgedrückt. Aber ich denke schon wie die Menschen. Und meine, wenn Raben verschwinden, müssten sie geflogen sein. Sie meinen, Sie könnten ebenso gut gegangen sein? Ja, das ist möglich. Aha. Aber ich glaube es nicht. Warum glauben Sie es nicht? Ich habe ganz andere Vorstellungen von den Raben. Aber wie sollte sich ein Rabe anders fortbewegen? Er kann nur fliegen oder gehen. Ja, das mag sein. Aber ich weiß nicht einmal genau, ob ich ein Rabe bin. Ich bin jetzt natürlich einer. Aber ob ich einer war? Fortners haben Sie doch alle gesehen. Gewiss, gewiss. Aber vielleicht kamen wir den Menschen nur wie Raben vor. Vielleicht ist das die Gestalt, in der wir ihnen sichtbar werden können. Oder vielleicht ist es eine der Gestalten. Verzeihen Sie.
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Sie dürfen das auch nicht so wichtig nehmen, was ich sage. Möglicherweise ist alles falsch. Ich denke nur in letzter Zeit viel nach, weil sich mein Leben jetzt in der Dunkelheit abspielt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich die Dunkelheit für einen Augenblick erhellt. Manchmal. Es ist allerdings selten. Und sind diese Augenblicke ganz zufällig? Zufällig können sie nicht sein. Wenn sie die Dunkelheit heller machen? Das ist alles nicht einfach für mich. Können Sie mir nicht ein Beispiel geben? Neulich zum Beispiel sah ich einen Baum. Ja und? Da war es so. Wie? Dass sich die Dunkelheit erhellte? Ja. War etwas Besonderes an dem Baum? Nein. War es eine Kiefer? Eine Platane. Platanen sind hier nicht häufig. Sie stehen als Chausseebäume an der Straße. Das ist wahr. Aber sagen Sie, was vor sich ging? Nichts. Oder auch sehr viel. Es durchfuhr mich wie ein Licht. Ja und? Dann war es wieder weg. Es war ein jähes, großes Entzücken. Ich wusste alles. Ah, Sie wussten alles. Was wussten Sie? Ich habe es im gleichen Augenblick vergessen. Mein Gott, so kommen wir nicht weiter. Ich bin durcheinander. Ja, was wollte ich Sie noch fragen? Ja, Sie meinen also, die Raben kämen nicht wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht einmal, ob sie fort sind. Aber dass ich es nicht weiß, das ist eigentlich das Zeichen, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Was ist denn jetzt anders als vorher? Dass ich sterben werde. Dass Sie sterben? Waren Sie vorher unsterblich? Ich weiß es nicht. Ich habe das so herausgesagt, es kam mir sofort auf die Zunge. Aber wenn es mir so auffällt an meinem jetzigen Leben, dann war ich vielleicht früher wirklich unsterblich. Ich muss darüber nachdenken. Ja, denken Sie darüber nach. Vielleicht fällt es Ihnen bis morgen ein. Ich weiß nicht, ob einem die Unsterblichkeit bis morgen einfallen kann. Zudem macht mich das Nachdenken traurig. Weil Sie bemerken, dass Sie kein Rabe mehr sind? Ja, ich bin nicht mehr, was ich bin. Ihr habt es gut. Oh, ich verstehe, dass Sie traurig sind. Sagen Sie es Elisabeth nicht, dass ich traurig bin. Ich bemühe mich, es ihr nicht zu zeigen. Ich möchte gern, dass sie immer lacht. Aber sie hat es gewiss längst bemerkt. Nach diesem Gespräch wurde mir klar, dass ich es allein nicht schaffen konnte. Dann aber bewog mich auch das Gefühl, es sei mit den Fotografien eilig, Voturba sogleich ins Vertrauen zu ziehen. Als ich ihm am nächsten Tag erzählte, worum es sich handelte, sah ich ihm an, dass er mich für irre hielt. Glücklicherweise hatte er die übliche Ansicht, nämlich die, dass man einem Irren nicht widersprechen soll, um keinen Anfall hervorzurufen. So versprach er mir in nachgiebigster Weise, mich zum Pförtnerhof zu begleiten, den Fotoapparat mitzunehmen und Aufnahmen zu machen. Er wollte mir auch bei meinen Aufzeichnungen behilflich sein und nahm zunächst einmal das mit, was ich schon geschrieben hatte. Er wollte es, wie er sagte, vorm Einschlafen lesen. Mir war es recht, dass er sich vorm Einschlafen mit mir beschäftigen wollte. Besser erhielt mich für wahnsinnig, als dass er mich übersah. Er würde seine Meinung ohnehin ändern müssen. Ein fotografiertes Gespräch.
Als ich mit Eginhard Voturba das Schulhaus in Reiskirchen verließ, um zum Pförtnerhof zu gehen, wurde das ein sehr eiliger, fast gelaufener Gang durch den Wald. Nachdem wir eine Weile schweigend nebeneinander hergerannt waren, steckte er mir mein Manuskript zu, und indem er mich mit einem Lächeln ansah, das ich nicht zu deuten wusste, sagte er: »Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es klingt ganz überzeugend. Vielleicht sind Sie eine fantasievolle Schriftstellerin.« »Ich? Ach, ich bin nichts, ein Fräulein Lehrer.« »Vielleicht sind Sie auch verrückt. Entschuldigen Sie, dass ich das so direkt sage.« »Oh, ich verstehe Sie sehr gut. Es klingt wirklich alles etwas irre. Nun, Sie werden gleich sehen, ob ich nur fantasiert habe.« »Sollte es wirklich einen solchen Raben geben, so werde ich jedenfalls nicht in Ohnmacht fallen, sondern so tun, als ginge ich täglich mit Geschöpfen seiner Art um.« »Trotzdem vergessen Sie vor Erstaunen nicht das Fotografieren.« »Ich habe 3 Filme mitgenommen, das dürfte fürs Erste reichen.« »Tun Sie es möglichst unauffällig. Ich weiß nicht, ob es ihm recht ist.« »Sie tun wirklich schon, als wäre alles wahr. Und weiß Gott, mir kommt es auch allmählich selbstverständlich vor. Ich muss sogar gestehen, die Lektüre Ihrer Aufzeichnungen hat mich schon zu einer Theorie angeregt. Ja, ein Zeichen für die Überzeugungskraft Ihres Stils.« »Sie machen sich lustig über mich.« »Das gefällt mir, dass Sie nicht nach meiner Theorie fragen, sondern dass es Ihnen wichtiger ist, was ich über Sie denke.« »Welches ist denn Ihre Theorie?« »Zu spät. Kommen Sie. Soll ich mich nicht lieber erst davon überzeugen, dass Sie wirklich nicht...« »Verrückt sind. Hoffentlich bin ich es nicht.« »Ein wenig darf es natürlich jeder sein.« »Ja, meinen Sie?« »Wie könnte man sonst diesen Weg gehen mit der ernsthaftesten Absicht, sich mit einem Raben zu unterhalten?« »Helfen Sie mir, dass ich nicht wieder die wichtigen Fragen vergesse.« »Wünschten, Fräulein, dass ich nachdenke, wie denn wir Raben sterben.« »Oder ob sie unsterblich wären.« »Ich habe nachgedacht, aber nichts Gewisses gefunden.« »Nichts Gewisses, aber doch etwas.« »Es sind Dinge, die sie sich selber ausdenken könnten. Wirklich, alles, was sie über mich denken könnten, ist nicht weniger richtig, als was ich selber denke. So wenig weiß ich. Doch wenn ich die Dinge betrachte, die ich nun bei euch gesehen und gelernt habe, so kommen mir Bilder, die so überraschend sind, dass ich meine, es seien Erinnerungen. Tod, Liebe, Zeugung, Geburt, Unsterblichkeit. Ich finde zu all dem nichts recht Entsprechendes.« »Verzeihen Sie, dass ich mich einmische. Ihr Dasein mitten unter uns ist so unbegreiflich, dass uns die Neugier und das Verlangen nach wissenschaftlicher Genauigkeit plagt.« »Oh, war ich ungenau? Ich gebe mir alle Mühe.« »Tod, Liebe, Unsterblichkeit, das sind vorerst recht nebelhafte Dinge. Wir sollten erst die Realia Ihrer Welt kennen, also zum Beispiel nicht über die Liebe sprechen, sondern über das Geschlecht.« »Sie möchten wissen, ob wir auf Nestern sitzen und Eier ausbrüten wie die Nebelkrähen?« »Ja, zum Beispiel das.« »Wenn ich es nur wüsste. Sie verlangen Genauigkeit, wo ich selbst nur Vermutungen habe.« »Und was vermuten Sie?« »Dass wir Raben geschlechtslos sind.« »Geschlechtslos? Aber das...« »Ich sage Ihnen ja, dass es mir selbst merkwürdig vorkommt. Ich glaube, dass keiner von uns je gezeugt und geboren ist, von Eiern und Nestern, Männchen und Weibchen ganz zu schweigen.« »Eine geschlechtslose Welt? Wie passt die Rabengestalt dazu?« »Ich sagte schon, dass ich nicht sicher bin, ob wir wirklich Raben sind. Aber dies einmal vorausgesetzt, so weiß ich doch nicht, ob wir mehrere Raben sind. 20 oder 30 oder 100. Vielleicht sind wir nur einer?« »Wie? Dann wären Sie gar nicht Sabet. Also einer der Raben, die hier gesehen wurden.
Dann wären sie alle Raben? Diese Hoffnung ist mir zu verwegen. Aber ist das nicht möglich? Alles, was Sie denken, ist möglich. Warum nicht dieses? Aber nehmen wir mal an, wir wären mehrere. Zumindest muss es dann über diesem Einzelnen sein noch ein sehr viel deutlicheres, allgemeines Rabensein geben. Ich verstehe. So wie der Termitenstamm vielleicht ein Lebewesen ist, das sich in einzelne Individuen gespalten hat. Das weiß ich nicht. Möglich. Ich bin keine Termite. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie ein Rabe sind, so könnten Sie doch eine Termite sein. Schade, dass ich kein Mensch bin. Sonst würde ich Ihnen für diese Bemerkung die Hand küssen. Vielleicht tut es Herr Voturba für mich. Gern. Danke. Ich danke auch. Aber woher wissen Sie, dass Sie kein Mensch sind? Sehen Sie nicht mein Rabenkleid? Wir haben Sie unterbrochen. Sie meinten, die Raben hätten ein gemeinsames Sein, das stärker ist als ihr vereinzeltes? Jedenfalls ist es mir, als gäbe es Augenblicke, wo Sie nur noch ein Rabe sind. Ich meine, dass dies ein sehr seltener und starker Augenblick ist. Ein Augenblick, der das Feuer und die verzehrende Kraft eines Blitzes hat. Und dann? Dann sind wir wieder mehrere. Soll man es Tod nennen? Oder Geburt? Liebe. Oder Unsterblichkeit? Ja, vielleicht ist es das alles. Welch schreckliches Dasein. Ich ersehne es zurück. Oft war ich in letzter Zeit der Verzweiflung nahe. Aber ich habe ein wenig Hoffnung geschöpft. Denn mir ist ein Gedanke gekommen, der tröstlich ist. Vielleicht war es mein Auftrag, unter euch zu leben und eure Sprache zu lernen. Mein Auftrag also, zu vergessen. Ein wissenschaftlicher Auftrag? Ich weiß nicht, aus welchen Gründen er gegeben sein könnte. Ich weiß nicht, ob es da, wo ich herkomme, überhaupt Gründe gibt. Aber es wäre tröstlich anzunehmen, dass mir der Gedanke, ausgestoßen zu sein, nur aus der menschlichen Sprache kommt. Könnte es nicht ein Auftrag sein? Sie fragen uns? Sie könnten es ebenso wissen wie ich. Sprechen wir nicht die gleiche Sprache? Daraus müssen Sie schließen, dass wir es ebenso nicht wissen wie Sie. Ja. Nun ist es aber ebenso eine Hoffnung wie eine Furcht. Denn so sehr ich mich auch danach sehne, in meine Welt zurückzukehren, so ist es mir doch schrecklich, die eure zu verlassen. Wie? Sie hängen an dieser Welt, in der Sie nichts sind? Ja. Sabit, darf ich hereinkommen? Ich warte schon lange auf dich, Elisabeth. Bist du fröhlich, Sabit? Sehr, Elisabeth. Dann bin ich auch froh. Ich bin froh, weil du da bist. Sabets Tod. Im nebligen Dunkel des Novemberabends gingen wir den Weg nach Reiskirchen zurück. Ich bin nachtblind und hatte mich in Herrn Voturbas Arm gehängt. Nachdem wir eine Weile gegangen waren, setzten wir uns trotz der Kälte auf eine Bank am Waldrand.
So ihm ganz nah war es mir schwer, nur an Sabet zu denken und Herrn Votorbas Ausführungen recht zu folgen, die er mitten in der Nacht vortrug. Auch verwirrte es mich, dass er mich beim Vornamen nannte. Ich dachte, es würde mir alles klar sein, wenn ich Sabet gesehen hätte. Aber es ist ebenso unklar, als wäre er gar nicht da. Nicht wahr, das hatten Sie erwartet, weil Sie mich für eine hysterische Irre hielten. Nein, Therese. Aber ich glaubte, es handle sich um eine Massensuggestion. Und das ist jetzt nicht mehr möglich? Ich nehme es ungern an, denn dann wäre ich ihr selber unterlegen. Von welcher Person außerdem könnte sie ausgehen? Ich dachte natürlich an Sie, Therese, weil ich durch Ihren Bericht von der Sache erfuhr. Doch ich habe mich überzeugt, dass Sie in der Angelegenheit nur am Rande stehen. Eigentlich müsste es Elisabeth sein. Niemand anderes. Aber sind es die Gedanken eines neunjährigen Kindes, die Sabet äußert? Nein, um eine Suggestion kann es sich nicht handeln. Also, ein okkulter Fall? Einmal angenommen, dass es dergleichen wirklich gibt. Hier käme auch wieder nur Elisabeth als Medium in Betracht. Und die gleichen Gründe sprechen dagegen. Sabet ist kein Geschöpf aus Elisabeths Reich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir alle über Nacht verrückt geworden. Oder? Oder Sabet existiert wirklich. Ich zweifle nicht daran. Aber woher kommt er? Was ist er für ein Wesen? Wir wissen noch immer nichts. Vielleicht ergibt sich etwas aus den Fotos. Was sollte sich daraus ergeben? Nun, jedenfalls bringe ich sie morgen zum Entwickeln. Wie viel haben Sie aufgenommen? Moment. 10. Nummer 1, Sabet, wie er zur Tür hereinkommt. Nummer 2, Sabet allein sprechend. Nummer 3, Sabet und Therese. Nummer 4, mit Selbstauslöser, Sabet und ich. Nummer 5, wir drei. Nummer 6, nochmals sie beide. Nummer 7, 8 und 9, Sabet und Elisabeth. Nummer 10, nochmals Sabet allein. Ich werde meinen Bericht weiterschreiben. Wenn wir dann die Fotografien haben, können wir... Ich kenne einen Redakteur. Ihm werde ich das alles schicken. Wir müssen freilich noch öfter mit Sabet sprechen. Nur fehlt es an System in den Gesprächen. Ich will mir heute Nacht ganz präzise Fragen notieren, die eine nach der anderen abgehandelt werden muss. Morgen gehen wir wieder zum Pförtnerhof. Zwar gingen wir am nächsten Tag zum Pförtnerhof, aber inzwischen hatte sich vieles geändert und entschieden. Am Morgen fehlte Elisabeth in der Schule. Auf dem Katheder fand ich einen Zettel mit der ungelenken Aufschrift »Sabet ist tot«. Ich weiß nicht, ob er von Elisabeth stammte. Was war geschehen? Voller Unruhe machten wir uns, Eginhard und ich, am Nachmittag auf den Weg. Wir trafen diesmal Herrn Fortner an. Ja, er ist tot. Wo ist er? Können wir ihn sehen? Er ist nicht mehr da. Haben Sie ihn fortgeschafft? Nein. Er ist einfach verschwunden. Haben Sie keinen Verdacht, wer ihn fortgeschafft haben könnte? Sie missverstehen mich. Es war nie ein Leichnam da. Und er ist dennoch tot? Es war gestern Abend, gegen 9. Wir saßen um den Tisch, meine Frau und ich und Elisabeth. Elisabeth war über ihren Schulaufgaben. Sabet hatte ihr zuerst geholfen, dann aber war er an den Ofen gegangen. Er litt in letzter Zeit etwas unter der Herbstkälte. Meine Frau strickte, ich las die Zeitung. Es war ganz still. Nur manchmal hörte man Elisabeths Feder auf dem Papier kratzen. Da sagte auf einmal Sabet mit einer ganz anderen Stimme als sonst, Elisabeth. Er sagte es nicht laut. Aber zugleich schrie er es. Ja, es war, als ob er sie um Hilfe riefe. Wir schauten alle auf und sahen ihn an. Wir sahen ihn an und im gleichen Augenblick war er verschwunden. Lief er zur Tür hinaus? Nein. An der Stelle,
wo er gestanden hatte, war nichts mehr. Aber es war keine Tür und kein Fenster aufgegangen. Freilich war es eigentlich noch ein wenig anders. Gewiss, er war da und war im gleichen Augenblick weg. Aber es war wiederum ein anderer Augenblick. Inzwischen war eine Ewigkeit vergangen. Eine Ewigkeit? Meine Frau drückte es so aus. Es war, wie wenn man erwacht und meint, man habe überhaupt nicht oder nur kurz geschlafen. Inzwischen aber ist die ganze Nacht vergangen. Hat Elisabeth das auch gemerkt? Elisabeth sagt, es war wie damals, als sie mit Sabet in die blaue, blendende Dunkelheit flog. Ja, so muss es gewesen sein. Wieso müsste es so gewesen sein? Ich meine, etwas begriffen zu haben. Man sollte Elisabeth befragen. Das können Sie nicht. Wo ist sie? Sie läuft durch den Wald und sucht ihn. Ja, sie läuft durch den Wald und sucht ihn. Tut sie nicht recht? Wer sagt euch, dass er tot ist? Ja, er ist tot. Man kann es so nennen, weil er nie wiederkommen wird. Aber tot? Nein. Er ist nicht tot. Er ist in sein anderes Leben zurückgekehrt, das keine Verbindung mit uns hat. Ist das nicht das Gleiche wie der Tod? Im Walde, durch den der Weg nach Reiskirchen führt, hörten wir in der Dämmerung Elisabeths Stimme, die nach dem verlorenen Freunde rief. Aber nichts als das Echo antwortete ihr. Sabit! Es war wie der Ruf der unabwendbaren Einsamkeit. Und ich fühlte die Tränen in mir aufsteigen und drückte den Arm meines Begleiters fester. In den nächsten Tagen schrieben wir zusammen den Bericht fertig und stellten ein endgültiges Manuskript her, in das jetzt nur noch die Fotos eingefügt werden mussten. Leider hatten wir dann doch viele Änderungen, denn als die Fotos endlich kamen, sahen wir, dass etwas Merkwürdiges geschehen war. Das erste Bild. Sabet, der zur Tür hereinkommt. Was siehst du? Nichts. Das ist übertrieben. Ich sehe die geöffnete Tür sehr deutlich. Es ist ein ausgezeichnetes, sehr scharfes Foto. Aber Sabet ist nicht darauf. Richtig. Aber sehen wir weiter. Bild 2. Sabet allein, sprechend. Man sieht sehr deutlich eine Kommode mit einer Glasschale darauf, in der offenbar Briefe liegen. Und von Sabet keine Spur. Bild 3, Sabet und Therese. Ich finde, es ist ein gutes Bild von dir. Auf dem vierten bin ich dann. Auch eine gute Aufnahme. Bild 5, wir beide. Und Sabet? Ist er auf keinem einzigen? Auf keinem. Und nun? Er war also gar nicht da. Warum sollte er nicht da gewesen sein? Weil ihn der Fotoapparat nicht festhalten kann? Was besagt das schon? Er existierte so, dass es war, als ob er nicht existierte. Ich glaube, dass er in einer Welt lebte, in der die unsere als ein Teil enthalten ist. Deshalb ist er uns unerklärlich. Deshalb erreichen ihn weder wir noch unsere Apparate. Haben wir nicht eine Ahnung davon in dem Rätselhaften und Schrecklichen, das wir Zeit nennen? Das ist der Rest, der sich in unserem Raum nicht einordnen lässt. Für Sabet gab es keine Zeit in unserem Sinne. Er lebte darin, wie wir im Raum. Er lebte in der Ewigkeit. Denke an Elisabeths Flug in die blaue, blendende Dunkelheit. Denke an diesen ewigen Augenblick.
als Sabet verschwand. Denke auch an seine Ahnung, dass seine Rabengestalt nichts Absolutes war. Er wäre also vollkommen gewesen. Wir wissen nicht, was es dort für Mängel gibt, wo wir schon Vollkommenheit sehen. Die Götter und Engel haben noch Gott über sich. Und was ist uns geschehen? Wir sind die, die einen Blick in jene andere Welt getan haben. Dieser Blick wäre der Tod. Wir haben nur den Vorhang gesehen, der sie verbirgt. Und doch kommt es mir vor, als ziele alles auf diese Welt. Wo also ist sie? Wo? Überall. Wir sind selber darin. Wir wissen nichts und wir verstehen die Zeichen nicht, die uns bisweilen gegeben werden. Ein Beweis für Sabits Existenz. Einige Zeit später sandten wir das Manuskript mit den nichtssagenden Fotos an den Redakteur, den Eginhard kannte. Wir ahnten nicht, dass wir dadurch einer neuen Spur von Sabets irdischem Dasein begegnen sollten. Sehr geehrter Herr Votorba, haben Sie Dank für Ihre freundliche Einsendung, die wir leider nicht... Nein, halt. Soll ich das Blatt herausnehmen? Eine alberne Geschichte, mit der man nichts anfangen kann. Und diese Fotos... Aber trotzdem... Vielleicht könnte man einen Raben hineinmontieren. Aber woran erinnert mich das alles? Hat mir nicht irgendjemand was erzählt? Warten Sie. Es war Dr. Schläfing. Suchen Sie die Telefonnummer. Wie war das? Er war mit seiner Frau im Auto gefahren und... Was ist das dort vorne auf der Straße? Ein Kreisel? Ein meterhoher Kreisel? Das Ding weht aufs Auto zu. Wo ist es geblieben? Warte. Schau her, Elfriede, was hier vor dem Kühler liegt. Eine Feder? Das muss ein riesiger Vogel gewesen sein. War das nun der Kreisel? Die Feder hat aufrecht auf dem Kiel gestanden und sich gedreht. Und was für einen Luftwirbel hat sie bewegt? Es kommt mir völlig windstill vor. Aber sag, was das für ein Vogel ist. Ein Strauß? Das ist keine Straußenfeder. Ein schwarzer Schwan? Ein Riesenrabe, würde ich sagen. Nein. Einen Vogel mit solchen Federn gibt es nicht. Wahrscheinlich ist es eine künstliche Feder. Nein, sie ist nicht künstlich. Ist das nicht alles etwas merkwürdig? Ein bisschen unheimlich. Ich habe das Gefühl, es stünde jemand hinter uns. Was? Ein riesiger schwarzer Vogel. Er könnte mich packen und forttragen. Keine Aufregung, es steht niemand hinter uns. Die Feder nehmen wir mit. Muss das sein? So etwas lässt man nicht liegen. Komm, lass uns weiterfahren. Einen Augenblick, ich will mir lieber notieren, wo ich sie gefunden habe. Bundesstraße 299 bei Kilometer... Da ist ein Stein. 16. Ja, 16. Und sonst? Felder? Wald nicht weit von der Straße? Platanen am Wegrand? Kein Gehöft zu sehen. Vielleicht bringt uns das schwarze Ding Unglück. Es könnte auch Glück bringen. Wahrscheinlich keins von beiden. Eins, fünf. Hier bei Dr. Schläfing? Hier Reinecke. Guten Tag, Frau Schläfing. Guten Tag, Herr Reinecke. Eine Frage, Frau Schläfing. Ihr Mann hatte mir neulich von einer Vogelfeder erzählt, einer schwarzen Feder, die Sie auf der Straße gefunden haben. Ja, gewiss. Das war ein bisschen sonderbar.
Die Feder hängt als Wandschmuck hier im Zimmer. Einen Augenblick. Ja. Was ist denn, Frau Schläfing? Das ist aber merkwürdig. Vor einer Minute hing sie noch da. Ist sie heruntergefallen? Nein. Es hängt etwas anderes an der Stelle. Was denn? Ein Platanenzweig. Die Blätter sind ganz frisch. Ein Platanenzweig? Epilog. Es ist Winter, wie damals, als Sabet in unsere Gegend kam. Alles geht seinen gewohnten Gang. Die Bauern sitzen auf ihren verschneiten Höfen, der Schnee fällt, die Bäume sind kahl. Die Kunde von den schwarzen Gästen ist nicht weit gedrungen. Hin und wieder heißt es, der Teufel sei gesehen worden, aber nur wenige wissen, woher das Gerücht stammt. Unser Bericht ist nirgends erschienen. Mir ist er freilich nicht mehr so wichtig. Mein Leben hat eine glückliche Wendung genommen. Vorerst bleibe ich noch im Schuldienst. Ich unterrichte gern und Kinder sind mir lieb. Doch muss ich mir Mühe geben, nicht zu zeigen, dass mir Elisabeth die Liebste ist. Sie macht mir viel Sorgen. Sie ist meistens unaufmerksam und ganz geistesabwesend. Oft in diesen Tagen, wo draußen der Schnee liegt, steht sie mitten während des Unterrichts von ihrem Platz auf und tritt ans Fenster. Ich sehe, wie sie in das neblige Weiß hinausschaut, auf einen Krähenschwarm, der sich irgendwo niedergelassen hat. Ich will das Kind nicht erschrecken und rufe es halblaut an. Elisabeth. Und sie dreht sich um und sieht mich an. Wild und traurig, wie nur Tiere blicken. Sie hörten Sabet von Günter Eich. Regie in dieser Produktion des ORF mit dem Reinhardt-Seminar aus dem Jahr 1962 führte Axel Korti.